Echt? Geil, Alter. So, Freunde, herzlich willkommen heute zu einer kleinen Folge vom Zugsimulator in Red Dead Redemption 2. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Red Dead Redemption 2. Folge 86, ziemlich genau. Einen ganzen Monat ist es her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Das war der 1.3., jetzt ist es der 31.3., also ja, wie ich denke ich auch letztens in der letzten Folge auch angekündigt habe, hat sich das Ganze leider ein bisschen verzögert. Ihr solltet nichts davon mitbekommen haben, weil ich so viele Folgen im Voraus produziert habe, dass mein Uploadplan diese lange Pause auch zugelassen hat. Es ist richtig komisch, wieder alleine ein Let's Play aufzunehmen, weil ich das seitdem halt auch gar nicht mehr gemacht habe. So. Wir haben hier noch zwei Sachen. Das ist unser Lager aktuell. Ich bin raus, okay? Ich muss kurz, lasst mich wieder reinkommen. Ah, da ist unsere Basis in Annisburg. Das heißt, die Mission, die jetzt alles verändert, ist dann wieder die. Auf Wiedersehen, lieber Freund. Klingt nicht so schön. Deswegen wollte ich auf jeden Fall das hier zuerst noch machen. Braithwaite, ach ja, das ist das... Machen wir. Da habe ich mich sehr gefreut drüber. Red Dead ist was ein schönes Spiel, ey. Das muss man schon sagen. Sehr schön. Jetzt hatte ich auch wieder sehr viel Zeit, mich hier wieder wunderschön abzuregen von diesem schönen Spiel, ja. Ja, es war schön. So. Mal hier gucken. Ich hoffe, das ist alles mit dem Sound noch in Ordnung. Ich habe eigentlich nichts verstellt, aber ihr wisst ja, Patches und so, die können da immer... Ich dachte schon, es stürzt wieder ab. Das lassen wir an dieser Stelle mal. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Super. Ich muss jetzt mal gucken. Der Audiobalken vom Spiel geht schon ziemlich weit hoch. Ich habe nichts verstellt, aber es kann natürlich sein, dass das Ganze wieder ein bisschen lauter geworden ist. Ich kann es leider nicht sagen. Kann sein, dass so alles so ist wie immer und machen es einfach mal so jetzt. Wenn es was bringt, bringt es was. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch egal. So, ich höre es mir dann an und dann werde ich es ja sehen. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal wieder auch zwei Folgen am Stück aufnehmen. Ich habe jetzt auch nicht Zeit, regelmäßig Red Dead zu spielen, aber ich habe nach wie vor Bock auf das Projekt. Ich werde das auch nicht aufhören. Wir werden auf jeden Fall die Hauptstory noch durchbringen. Die Nebensachen danach wahrscheinlich nicht mehr. Also ich werde nochmal gucken, wie viel Zeit und Lust ich da noch habe. Das Spiel an sich geht ja sowieso noch genug lang. Von daher... Gott, ey, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, so lange auf diese Controller-Taste zu drücken. Ich drücke sie wahrscheinlich auch einfach so schnell. Alles wieder eine Gewohnheitssache. So, Penelope Braithwaite. Ja, hier sind wir auch schon im richtigen Gebiet. Das Feld kennen wir noch. Wir sind gleich da. Einmal hier rein. Und wieder zurück. Hä? Nee. Nope. Kannst du knicken, Alter. Auf dein komisches Navi da. Das ist ja echt eine Zumutung. Da kommt der ein bisschen durcheinander. Auch okay. So. Da ist es. Ich habe ein bisschen Angst vor der Sadie-Mission, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, es geht nicht alles in die Knie. Ja, muss eigentlich reichen erstmal. Natürlich ist die Waffe in schlechtem Zustand. Das ist irgendwie immer. Und immer, wenn ich es reinige, zwei Sekunden später ist es wieder dreckig. Hm. Schön. Na gut. Gucken wir mal. Oh, oh, you came. You came, you finally came. Okay. Oh, thank you, you lovely, lovely man. Calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bose. Well, you met them. They are animals.
Not even animals, monsters. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo'll be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both, I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where are you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on, let's go. Of course. Begib dich zum Bahnhof von Rhodes. Alles klar. I'm in your hands. Just get me to Rhodes Railway Station. Okay, let's try and get you a train. Bo's just waiting at the station in the hope you'll show up. Or I'll show up to help you show up. He goes to there every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, well. If he's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They watch me so carefully, and he's waited, or so his letters say. Our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. And then Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. Something good has to come out of this awful, awful feud. That's what I've been hoping. Bo and I have to be better. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and ruination behind us. Plenty before you have. Plenty will again. But, yeah. Far as it goes, get out. Don't look back. Make something decent of your lives. There he is. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. Good morning, friend. You came! You came! At last, you came! Oh, Bo, my sweet, my best of men! Oh, I'm hardly a man at all. But I love you, Penelope Braithwaite. Sir, how can we ever repay your kindness? Well, some of them jewels would do just fine. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Sure. Thank you. We'll meet you on the platform. Alles klar. Can I have 3 tickets to San Denis, please, sir? Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly, but good to see you. Hey! Excuse me, Alden. Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn fool. Didn't want to come back here without giving you a whipping. We should have done this last time. Na komm. Ja, ich hab zur Ausweichen gedrückt, aber scheiß drauf. Ja, ja, komm, tu doch nicht so. Wie viel willst du da hier einstecken? Hello, future. Oh.
That is quite a family you got there, son. I know. Charming to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave, so what do you expect? Good manners? My uncle used to say things were better the way they were, when he could rape and kill with impunity, and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Well, how delightful. Oh, my lord. What? Oh, I think it's my second cousin. What is with all these goddamn cousins? I think they found out about the jewels. All right, keep your heads down. We'll deal with this. Jewels? I knew you had some damn jewels. They're coming. Und los geht's, so. You must have all the jewels. Jo, alles klar. Moment mal. Schießt halt die Dinge hin, Alter. Warum habe ich hier nur Scheißwaffen? Geht doch. Viel besser, ey. Warum nicht gleich so? Ah, wer will noch was? Pferd kommt mit, finde ich schon mal persönlich sehr nice. Look, is that the driver? He's abandoning us. Hold tight, all right. I'll take a look up front. What will you do? I'll figure it out. Ist dein Ernst, Alter? Der Lokführer ist einfach abgehauen. Driver, we're in the clear. Time to start this train again. Damn it, you did run. Remind me to rob your trains, mister. Echt? Geil, Alter. So, Freunde, herzlich willkommen heute zu einer kleinen Folge vom Zugsimulator in Red Dead Redemption 2. So eine Innenansicht. Ach du Scheiße. Also, die Sicht nach vorne ist jetzt nicht so unbedingt blendend, wa? Muss man schon sagen. Na, egal. Cool. Fehlt nur der Dampf hier. Was soll's. Wahrscheinlich noch einen Bahnhof anhalten oder was? Ja, ich hoffe mal, dass jetzt kein Besuch kommt, wa? Wäre jetzt nicht gerade unser Vorteil. So. Schnell ist was anderes. Aber 1899 ist schon. Ja, doch. Ist schon krass. Ich meine, sowas hier ist halt auch schon kompliziert gewesen damals. Oh ja. So, jetzt muss ich ja gleich. Ah, shit. Gleich bremsen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Bremsweg von dem Ding ist, ne? Soll ich hier bremsen?
Ich glaube nicht. Alles klar, dann nicht. Tschüss. Ich glaube, die Mission dauert. So langsam, wie der hier sich fortbewegt, ist mein Pferd eigentlich noch da. Pferd? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives, but they would have killed all of us. You are a gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. Warum nicht? Können wir es mal gönnen, oder? Thank you. Now, let's get you off to Boston before any more of your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Yeah? This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is gonna hold on to this until arrival. Hmm? On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. I'll leave. Yeah! Mission abgeschlossen, sogar mit Silber. Das lässt sich doch mal sehen. Arthur versucht, Penelope Braithwaite und Beau Gray bei der Flucht von ihren Familien zu helfen. Bitte 5 der Braithwaites durch Kopfschüsse, während sie den Zug verfolgen. Schließlich nimmt sie innerhalb von 7 Minuten und 30 Sekunden ab. Zeit reißt. So. Wir speichern einmal. Dann gucken wir mal nach neuer Post, wenn wir eh mal schon mal hier sind. Ich glaube, der... Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Ich glaube, der Bürgermeister von Saint-Denis wollte uns nochmal sehen. I'll be with you in just a moment. Yeah. Hello. What do you need? Post abholen geht. Right there, sir? Yes. Why? Been some grip going around here. And I just thought, Danke, dass du mir das erzählst. Bin jetzt schon an Tuberkulose erkrankt mit dem lieben Arthur hier. Müssen sowieso aufpassen, dass wir hier nicht verrecken. So, wie ich das jetzt sehe, sind keine weiteren Missionen offen. Wir werden uns jetzt nach Saint-Denis begeben. Weiter Weg. Fuck. Und dann die Sadie Adler-Mission starten. Kacke, ey. Und das wird nichts, glaube ich. Das werden wir erst nächste Folge machen. Deswegen, für diese Folge heißt es nochmal zurücklehnen, entspannen. Und dann wird es, losgehen. Wunderbar. In der nächsten Folge dann. Nochmal schön die Landschaft genießen. Ich glaube, nächste Folge wird mal wieder eine sehr große Kehrtwende. Das lässt sich ja allein schon auf dem Missionsbild entnehmen, ne? Echt kein gutes Gefühl dabei. Echt nicht. Warum, weiß ich auch nicht.
Ja, go, go, Mama. So. Nee, ich wollte ja eigentlich schon vor längerer Zeit wieder was mit Sadie machen, aber dann habe ich diesen Missionstitel gesehen und da habe ich mir so gedacht, wirklich? Und warum ist Dutch auf dem Bild? Hintergehen wir jetzt Dutch? Warum heißt die Mission Lebewohl, alter Freund? Hintergehen wir jetzt wirklich Dutch? Wir hatten es auch davor schon mit unseren Kameraden ein bisschen besprochen, dass wir ihn eigentlich, dass wir seine Entscheidungen nicht mehr so gut finden. Ich habe keinen Bock, das Ganze hier in diesem Spiel eskalieren zu lassen. Allerdings mache ich nichts weiter, als der Story zu folgen, weswegen wir wohl keine Wahl haben. Wir warten einfach mal ab. Hoff mal für dich, dass du in diese Richtung willst. You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Sure. Glad I ran into you. Huh. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool. Always complaining. But does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage, for me, has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Riesen Umweg hier. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. Ja, mehr die Zeit noch. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off. But I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. When I asked about her, everybody told me to leave it alone. Found an old saloon there, all shut down now. But I went in to have a look, and there's bullet holes, old blood stains. Something definitely happened there, but I couldn't figure it. Just an uncomfortable feeling to the place. Oh, we're getting close now. Ja, wir haben auch nicht gerade gute Erinnerungen an die Emerald Ranch. Hatten wir auch schon unseren Soft gehabt. So, schnell abladen und dann nichts wie weiter nach Saint-Denis. Dort wollen wir nächste Folge die Mission starten. Here we go. This is great. Ja, super. This was kind of you, mister. Please, take this as my way of thanking you. Appreciate it. What a lousy day. Ah, meine Augen sind in letzter Zeit irgendwie so trocken. Ey. Es wird wieder Frühling, das merke ich. Da kommt wieder die schöne Pollenallergie hier zu tragen. Ah, ist das scheiße. Wer von euch hat auch irgendeine Pollenallergie, Freunde? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls es euch auch betrifft. Ihr leidet mit mir. So. Ist jedes Jahr aufs Neue beschissen. Ich hasse es. Dann irgendwann sitze ich hier nur noch tränend hin. Weil ich meine Augen einfach nicht offen halten kann, weil es einfach nur noch juckt und kratzt und was weiß ich nicht was. Eigentlich soll man ja nicht mit der Hand an die Augen gehen, aber ist einfach so schlimm. Dann sehe ich zum Teil, dann ist ja alles rot, dann kann ich nur so gucken oder so. Das
Noch ist es nicht richtig losgegangen, aber ich merke jetzt schon, wie meine Augen einfach durchgehend immer trockener werden. Bald geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Gar keinen Bock drauf. Ja. Ach, einen Moment mal, ganz kurz. Müssen wir hier eben kurz. Warum kann ich nicht füttern jetzt? So aufgebracht? Whoa, boy, easy now. Okay. So, jetzt geht's. Okay, boy. So, direkt schneller, wa? Aha. Noch ein bisschen Ritt vor uns. Weg da. Danke. New Hanover. Überall Kopfgeld. Das ist toll. So, echt raus, ey. Bin mal gespannt. Bin wirklich auf das Ende des Spiels gespannt. Wir sind eigentlich noch relativ weit von weg, muss man sagen. Shit. Ein guter Ort. Gut, die Krokodile halten jetzt auch nicht so viel aus, nehmen sie einen Schrot. Dann ist es weg, aber unser Pferd spinnt schon wieder. So, da hinten ist ja schon Saint-Denis. Ich freue mich. Oh, die Temperatur. Oh. Vom Aufnahmerechner im Blick behalten. Der ist mir nämlich bei einer GTA-Aufnahme letztens abgeschmiert. Und ich gucke, ob es irgendwas mit der CPU-Temperatur zu tun hat. Aber absolut unkritisch. Also, keine Ahnung. Hatte ich Pech. GTA-Aufnahme konnte ich dann dementsprechend weghauen, weil MP4-Format ja leider nicht reparierbar ist. Und man kann zwar auch im MKV aufnehmen, aber MKV hatte Premiere immer Probleme mit. Also habe ich nie gute Erfahrungen mit. Die ganz frühen Versionen konnten es gar nicht lesen. Ich glaube, jetzt können sie es sogar lesen, aber na, es ist unglaublich langsam und es macht keinen Spaß, mit damit zu arbeiten, und deswegen lassen wir das. So, haben wir doch perfekt zeitlich abgepasst. Wir sind in Saint-Denis. Gesucht, tot oder lebendig. Ach genau, den Angelo Bronte sind wir ja losgeworden, tatsächlich. Den hat Dutch schön eiskalt umgebracht. Ja, hier ist sein Geld. Go get yourself something to eat. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. It's nice to give something instead of just banging. I hate asking for money like a goddamn worm. Groveling here in the dirt. Interessant. So. Gott, man sieht ja wieder sehr viel. Das Spiel läuft mittlerweile noch ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Es ist die gleiche Bar. Okay, Freunde. Hier speichern wir. Beenden die Aufnahme. In der nächsten Folge gehen wir dann hier direkt rein. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.